Genau, Herr Müller, herzlichen Dank. Ja, schönen guten Tag dann an alle Zuhörenden, Zuschauenden nach Berlin. Bedauere sehr, dass ich nicht dabei sein kann. Ich glaube, da hatte ich gestern eine tolle Brötchenfahrt. Das Thema mehr Erfolg mit weniger Produkten, das hätte mich wahnsinnig interessiert. Ja, auch da haben wir ein Portfolio, was einfach über die Jahrzehnte gewachsen ist und man wieder einfahren kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich beim nächsten Mal schaffe, Herr Müller, dann komme ich sicherlich gerne vor Ort. So, ich stelle mal ganz kurz die Firma Harting vor, wer wir sind, was wir tun. Und dann komme ich darauf, über die Produktion aktuell aufstellen. Wir versuchen für die nächste Dekade und darüber hinaus. Und wir sagen dazu auch mal, wenn Familienunternehmen sind, enkelfest aufstellen. Also wir sind im schönen Espelkamp in Ostwestfalen zu Hause. Sind gegründet gleich nach dem Krieg im September 1945 und die Familie und die Firma gehört zu 100% der Familie Hart, nämlich den vier Shareholdern, die Sie hier eingeblendet sehen. Also wir sind Familienunternehmen. Wir machen etwa mal eine runde Milliarde Umsatz, das machen wir mit 43 Vertriebsgesellschaften weltweit, produzieren an 14 Produktionsstandorten. Und all das tun wir mit roundabout 6.000 Beschäftigten weltweit. Was machen wir? Und dafür steht Harting so ein bisschen, der eine oder andere wird uns vielleicht auch kennen. Das ist hier unser Kernprodukt, da oben links in der Mitte, der rechteckige, robuste Industriesteckverbinder, das ist die quasi Norm hier im Industrie-Connectivity-Bereich. Darunter sind noch ein paar kleinere Stecker, die gehen dann eben auch auf PCBs, hier wie so die Leisten, das sieht man unten rechts. Unten links, das ist ein M8-Steckverbinder, den gibt es auch in M12, M17, M23, dem einen oder anderen wird das was sagen, sogenannte Geräteanschlusstechnik. Also zusammengefasst, Industriesteckverbinder machen wir als Firma Harting. Die Stecker an sich, die werden dann auch mal weiter veredelt. Da kommt zum Beispiel dann eben ein Kabel nach Wunsch mit dem Stecker verbunden. Das Ganze nennen wir Customized Solutions. Und zu guter Letzt, der dritte Bereich, den wir noch haben, ist im Automotive-Umfeld, die E-Mobility. Hier die Ladestecker dann eben auch mit Kabel hier abgebildet. So, jetzt kommen wir zum Kern des Themas direkt, nämlich Operations und wie stellen wir unsere Fertigung im Hier und Heute so auf, dass wir davon ausgehen können, dass das mal für die nächste Dekade, für die nächsten 10 Jahre und darüber hinaus auch wirklich passt. Da haben wir im Grunde drei wesentliche Leitsätze, an denen wir uns entlang hangeln. Das eine ist, regional zu werden, vollständig regional zu werden. Da komme ich gleich über die komplette Wertschöpfungskette, also von der Beschaffung bis zur Auslieferung. Und das auch über einen wesentlichen, um nicht zu sagen den ganz kompletten Teil unseres Produktportfolios. Das zweite Thema ist, den Bestand der Fertigung, den wir heute haben, wirklich komplett automatisiert und digital angesteuert umzubauen und alles, was wir neu machen, vom Fleck weg, eben 100% automatisiert und digital aufzusetzen. Das dritte Leitthema, was wir verfolgen, ist bis 2030 CO2-neutral zu werden. Da sind wir schon ganz schön Wegstrecke gegangen. Da zeige ich gleich mal ein paar Beispiele, womit wir das tun und wie viel wir damit auch schon erreicht haben. Also das sind die drei Leitthemen. Regional werden, alles, was wir tun, automatisiert aufsetzen und bis 2030 komplett CO2-neutral zu werden. Und dann kommt ein Thema, das ist allen drei unterlagert. Das war mir für überhaupt wichtig heute, damit wir uns eben nicht in Komplexität verzetteln. Und das war all das, was wir unter den drei Überschriften hier tun, dass wir das wirklich standardisiert tun. Und zwar einmal in Bezug auf die Organisation, die Prozesse, die wir in place haben und vor allen Dingen auch die Werkzeuge, die wir einsetzen. Da mal ein konkretes Beispiel zu nennen, und dem einen oder anderen wird das sicherlich bekannt vorkommen aus der eigenen Firma. Wenn man Bestandsaufnahme gemacht, in den 14 Werken weltweit hatten wir tatsächlich allein in der Produktion 204 verschiedene Software im Einsatz. In Summe ging es bloß um Größenordnung, bitte 30 Lösungen, die man damit realisieren wollte, aber weil wir individuell gewachsen sind, haben wir da noch wenig Standards in place gehabt. Das fangen wir heute gerade ein und bei allem, was wir tun,
ziehen wir da Standards über die Welt ein. Das machen wir nicht zum Selbstzweck, sondern die ganz wesentlichen Kennzahlen, die werden dadurch, durch dieses Setup, also regional werden automatisiert, eben auch positiv beeinflusst. Vor allen Dingen die Ertragskraft erstmal, das sind die beiden Kennzahlen hier oben. Dann alles, was mit unserer Lieferfähigkeit, unserer Lieferperformance bei natürlich beschränkten Beständen zu tun hat. Die mit standardisierten Prozessen, das ist ein wesentlicher Hebel, auch unsere Qualitätsperformance noch weiter zu steigern und eben bis 2030, wie gesagt, im CO2-Footprint komplett neutral zu werden. Ja, also hier auf der rechten Seite die Kennzahlen, die sich dahinter verbergen, die wir in die Richtung, wie wir es wünschen, beeinflussen durch diese drei Themen da auf der linken Seite. So, dann kommen wir mal zur Regionalisierung, was wir nennen Full-Scale Regional Setup. Und hier stehen jetzt keine konkreten Zahlen dran. Der orangene Balken zeigt mal die Umsatzgröße, wo wir vor 5 Jahren herkommen. Der gelbe Balken in der Mitte, wo wir heute stehen und da in Raum, wo wir in 5 Jahren sein wollen. Und das jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Vor 10 Jahren haben wir im Wesentlichen in Deutschland für die Welt produziert. Ja, wenn wir nach Amerika schauen, Rest of EMEA, ohne Deutschland oder auch nach Asien, war der Anteil lokal gefertigter Produkte relativ gering. Und was jetzt im Kern auf dieser Folie steht, bedeutet, in Deutschland halten wir seit 5 Jahren, das werden wir weiter so machen, das Wachstum flach und schlicht und ergreifend dann in die Region hinaus und wachsen damit dann in den Regionen deutlich überproportional. Die blauen Pfeile, die Sie da zum Beispiel in Amerika und Asien sehen, dahinter verstecken sich dann Kegers aus Produktionsvolumen bezogen von deutlich mehr als 25-30% pro Jahr. Wir müssen in Deutschland hier gar nicht viel einreißen oder heftig verlagern, sondern schlicht und ergreifend beim Wachstum aufpassen, dass wir es dahin geben, wo der Markt, wo der Kunde letztlich ist. Das nochmal anders ausgedrückt. Die Warenströme hier aus Europa, aus Deutschland heraus in Pfeilen dargestellt. Die Dicke der Pfeile soll das Warenvolumen ein Stück weit repräsentieren. Von EMEA eben nach Asia-Pacific, in der Vergangenheit und nach Amerikas. Aber auch sogar aus Asia-Pacific, China konkret nach Europa zurück. Stellt eben gewaltiges Volumen dar, was wir da jährlich in die Welt geschickt haben. Das sollte noch tun, aber es wird eben immer weniger. Dahinter stecken dann auch entsprechende Transportkosten und natürlich auch der dahinterliegende CO2-Verzehr, insbesondere wenn man da Waren per Luftfracht interkontinental fliegt. All das wollen wir bis 2030, also in 6 Jahren von jetzt an, möglichst auf null reduzieren. Und das Bildchen hier steht dann so sinngemäß für 3-mal einen Mittelständler jeweils in der Region. Es gibt ja durchaus amerikanische, asiatische Mittelständler, die Umsatzgrößen von 150, 200, 300 Millionen Euro haben, die auch durchaus profitabel sind und die ihre komplette Wertschöpfungskette von der Beschaffung über die Produktion bis letztlich zur Distribution lokal abbilden. Daran orientieren wir uns und so wollen und werden wir uns dann bis 2030 aufstellen. Das nächste Thema, Automatisierung, Digitalisierung, dazu habe ich gesagt, vor allem den Bestand, den wir heute haben, so es eben geht, auf automatisierte Prozesse umbauen. Alles das, was wir neu machen, vom Fleck weg eben in der Art und Weise installieren. Ich zeige das jetzt erstmal schematisch, habe dazu aber auch ein kurzes Filmchen mitgebracht, um einmal zu zeigen, wo wir gerade stehen und wie es dann auch in Wirklichkeit bei uns mal beispielhaft in einem von den 14 Werken aktuell aussieht. Wir haben dazu, wir nennen das ein Zwiebelschalenmodell entwickelt, und im Kern der Zwiebel, das ist der eigentliche Wertschöpfungsprozess, also da, wo das Material von einer Wertstufe auf die nächste gehoben wird. Daraus passiert, den Prozess an sich zu automatisieren, dann die nächste Schale drumherum, nämlich das Material der Maschine zuzuführen oder aus der Maschine wieder herauszunehmen.
das Material zur Maschine hinzubringen, von der Maschine wegzubringen und dann letztlich noch die Schnittstelle zum Lager. So eine automatisierte Schnittstelle aus Lager aus, konkret eben auf AGV oder AGV kommt dann mit der Fertigware im Lager zurück und übergeht dort auch wieder automatisiert. Das Ganze muss natürlich orchestriert werden. Das nennt man Manufacturing Operations Management und das ist dann so ein digitaler Layer eben zwischen den übergeordneten Systemen, zwischen ERP und PLM, woraus die Daten dann gezogen werden und über diese, ich nenne es mal, Datendrehscheibe an die Stellen gebracht werden, wo sie in der Fertigung tatsächlich benötigt werden und vice versa und eben auch wieder zurück. Das Ganze nochmal anders dargestellt, nämlich hier als Kette, als Linie, also von der Wertschöpfung, vom Kern der Zwiebel, vom Kernprozess ausgehend, nochmal hier Material in die Maschine rein, aus der Maschine wieder raus, Material zur Maschine hin, von der Maschine weg nach Verarbeitung und letztlich Material aus Lager raus und Fertigware dann automatisiert in Lager zurück. Und das alles auch wieder natürlich nicht zum Selbstzweck, sondern letztlich mit dem Ziel, über 100% Automatisierung tatsächlich mal eine ganze Schicht, einen ganzen Tag oder sogar ein ganzes Wochenende manuell arbeiten zu können, was ja insbesondere an Standorten wie hier in Deutschland ja eine wichtige Fragestellung ist und auch im Wettbewerb zu anderen Ländern, zu Asiaten und Ähnlichen, auch hier die gerade die investitionsintensiven Arbeitsplätze 24/7 betreiben zu können und dann wettbewerbsfähig zu bleiben. So, dazu habe ich dann auch einen Film mitgebracht, wo wir dazu, zu dem Thema konkret stehen, wie weit wir damit sind. Und jetzt würde ich einmal bitten, den Film bitte zu starten. Herzlich willkommen im Werk 2 bei der Firma Harting in Eswilcam. Die Automatisierung von Produktion hat eine lange Tradition. Aber ohne die Automatisierung von Logistikprozessen und Qualitätssicherung erreichen wir unser Ziel einer 8, 16 oder gar 48 Stunden langen mannlosen Produktion nicht. Diese mannlosen Schichten schonen die Ressourcen, senken die Kosten. Hier sehen wir unsere Binpicking-Zelle. Diese Binpicking-Zelle greift in eine Kiste mit Gehäusen für schwere Steckverbinder, die dann dem Fräsprozess automatisch mit kurzer Taktzeit zugeführt werden. Mit dieser Technologie lassen sich ganze Hallenbereiche automatisieren und wir werden diese Technologie weltweit ausrollen. Die Versorgung von Spritzgießmaschinen mit Granulat über Rohrleitungssysteme ist etablierter Stand der Technik. Der Abtransport der Fertigware erfolgt bei uns über Automated Guided Vehicles. Dies ermöglicht uns mannlose Schichten bis zu 48 Stunden. Diese Automated Guided Vehicles transportieren jetzt die Fertigware zu nachfolgenden Prozessschritten oder in unser hochautomatisiertes Lager. Gesteuert werden diese Transporte über unsere Edge Computing Devices, die nebenbei alle Prozessdaten dieser Maschine mitprotokollieren. Hierüber kennen wir dann die Prozessstabilität auf dieser Anlage und zukünftig werden wir qualitätssichernde Prüfungen ebenfalls vollautomatisiert integrieren, wie zum Beispiel Prüfungen in einem Computertomographen. Autonomer Materialtransport und automatisierte Vereinzelung führen zu spürbar geringeren Kosten und niedrigem Ressourceneinsatz. Und wir beginnen gerade erst die Möglichkeiten zu erahnen. Es würde mich freuen, Sie bald wieder im oder aus dem Werk 2 begrüßen zu können und ich wünsche spannende Diskussionen. Ja, super. So, dann machen wir damit weiter. Jetzt mal zusammenfassend zur Automatisierung. Wir haben dazu ein zentrales, eine zentrale Abteilung tatsächlich aufgesetzt, damit nicht jetzt alle 14 Werke wieder anfangen, individuell dazu entwickeln, zu tun und zu machen, möchte ich jedem, der sowas vorhat, auch wirklich dringend empfehlen. Ich hatte anfangs gesagt, alle Themenfelder, die wir gerade angehen, da wollen wir Standards reinziehen. Und deswegen haben wir hier bei uns das für uns neue Thema, die Automatisierung aufs nächste Level dazu heben, vom Fleck weg da in so eine zentrale Abteilung so eingerichtet. Ja, um eben hier, das sage ich immer, das beten wir wirklich dogmatisch an jeder Stelle vor, ein Standard ist ein Standard ist ein Standard und das auch wirklich dann global durchzuziehen. Und natürlich
so ein bisschen mit Augenmaß, wir gehen mit Augenmaß vor. Das geht also von, wo wir nicht so hochvolumig aufgestellt sind, dann über einfache Cobots, über Roboter mit Bilderkennung, mit Vision Systems, über Montageautomaten bis hin zu hochverketteten Linien, wo bis zu 23 fertigen Schritte, Prozessschritte sogar auch die unterschiedliche Fertigungstechnologien im Bauch haben. Also hier ist die Botschaft am Volumen orientiert zu schauen, in welcher Größenordnung Automatisierung kann ich hier eigentlich annehmen. Das macht ja sehr schön Sinn. So, dann kommen wir zum letzten Thema noch, CO2-neutral bis 2030. Wo stehen wir da gerade und mit welchen Mitteln gehen wir da vor? Vielleicht gibt es da eben neben Windkraft und Photovoltaik noch was anderes. Und ich glaube, da habe ich ein ganz gutes Beispiel mitgebracht. Hier mal in der Dekade 2010 bis 2020 haben wir in Deutschland den CO2-Ausstoß von 19.000 Tonnen auf etwa ein Zehntel reduziert. Und weltweit messen wir das tatsächlich erst so ganz konkret seit 3-4 Jahren jetzt. Da sind wir im letzten Jahr von 16.000 Tonnen um 1.500 Tonnen nach unten gegangen, 14,5. Wir haben jetzt Projekte, zusätzliche neue Projekte aufgegleist, die sind auch validiert, die sind jetzt in der Umsetzung, die werden dazu führen, dass wir bis 2026 auf 6.700 Tonnen reduzieren werden und dann in den letzten 3 Jahren bis zum Ende der Dekade bleibt dann, da ist noch eine kleine Lücke, da müssen wir noch Projekte identifizieren, um dann auch die letzten knapp 7.000 Tonnen CO2 auf Null runterzubringen. Ne? Und jetzt sehen wir die wesentlichen Elemente, womit wir das getan haben, gerade jetzt hier in Deutschland. Da sehen Sie eine Biogasanlage, die steht in der Nähe da unseres Hauptwerkes, aus dem wir gerade da den schönen Film von Herrn Dimmoff gesehen haben. Die Anlage steht für über 70 Millionen Kilowatt Biogas, ganz konkret Biomethan, so dort pro Jahr erzeugen. Hier, das ist eine sogenannte Gaswäscheanlage, im Wesentlichen Entschwefelung, da wird Schwefel dem Gas entzogen. Das dann der sogenannten Wärmezentrale zugeführt. Es gibt so ein Blockheizkraftwerk und da werden aus 10 Kilowattstunden Gas werden 4 Kilowattstunden Wärme und 5 Kilowattstunden Strom erzeugt. Das restliche Kilowatt, also etwa 10%, und da an der Stelle dann tatsächlich Verlust. Photovoltaik setzen wir auch ein. Das hier ist unser europäisches Distribution Center, unser Europalager. Hier auch im Headquarter in Esbjerg, da sehen Sie Photovoltaik installiert, das sind 750 Kilowatt Peak, die wir da installiert haben. Was hier nicht gezeigt ist, wir arbeiten mit Erdwärme mit 227 Rohrungen, weiß nicht genau wie tief, in die Erde getrieben. Ich sage mal gerne bis nach dem Erdmittelpunkt, also die Wärme holen aus der Erde und Strom vom Dach hier an der Stelle. Und hier nochmal ein zweites und letztes Beispiel zur Photovoltaik von unserem Standort, von unserem Werk in Sibiu in Rumänien. Nochmal ganz schnell zusammengefasst. Die drei Hauptthemen, deutscher Mittelstand, ganz traditionell, hohe Wertschöpfungstiefe, wie stellen wir uns produktionsseitig auf? Also wir werden lokal. Wir sind schon an das Thema schon deutlich hochgezogen, werden bis 2030 versuchen, das Material nur noch in den Regionen tatsächlich zu halten, zu drehen, so hoch zu automatisieren, wie es denn eben geht, mit dem Ziel, mal eine Schicht den ganzen Tag oder das Wochenende 48 Stunden hier mannlose Schichten dann zu realisieren und das Ganze CO2-neutral bis 2030. Herzlichen Dank.